Über die Themen des Tages sprechen wir jetzt mit Andreas Wolf vom DAX Bruttotaler. Schönen guten Morgen, Herr Wolf. Gestern fehlten dem DAX ein wenig die Impulse, auch weil natürlich die US-Börsen geschlossen waren. Heute um 15.30 Uhr sind die Amerikaner aber wieder im Boot. Sehen wir dann auch mehr Bewegung heute? Ja, schönen guten Morgen. Sicherlich werden wir mehr Bewegung sehen, denn ohne den US-Handel, wie wir gesehen haben, ist Europa halt nicht denkbar. Und die Mehrzahl des Kapitals, das an den Börsen zirkuliert, kommt halt auch außerhalb von Europa. Das gilt insbesondere auch für den DAX. Das ist natürlich jetzt nicht nur rein der angloamerikanische Raum, sondern auch der asiatische Raum. Was ist denn das Ziel für den DAX? Halten Sie die 8.000 Punkte da in naher Zukunft für realistisch? Ja, es sieht nach wie vor gut aus für den DAX, was den Bereich 8.000 Punkte angeht. Was wir jetzt momentan unten sehen, ist ja gemessen an den Gewinnen, die wir seit Mitte November gehabt haben, einfach nur eine normale Konsolidierung, die sich auch einfach mal entfalten muss. Und wenn wir sehen, dass von dem Hochpunkt, den wir in dieser Aufwärtsbewegung haben, bei 7.857 Punkten jetzt gerade mal im Maximum 300 Punkte im Handelsverlauf nach unten korrigiert worden sind, dann ist das eigentlich sehr moderat und das ist durchaus möglich, dass der DAX da nochmal ein Stückchen weiter nach unten geht. Das heißt, dass er noch in den Bereich um 7.400 Punkten korrigieren könnte. Danach wird er aber dann im Zeitraum März, April versuchen, diese 8.000-Punkte-Marke anzutesten und dann wird man sehen, was sich daraus weiter ergeben kann. Vielleicht hilft auch die Konjunktur dabei. Wir haben zuletzt schon gesehen, der IFO-Index dreimal in Folge gestiegen. Das bedeutet ja eigentlich immer die konjunkturelle Wende. Am Freitag sehen wir die nächsten Zahlen zum IFO-Index. Heute schon gibt es die Daten von der ZEW. Zuletzt hat sich die deutsche Wirtschaft also wieder erholt gezeigt. Bleibt es dabei? Ja, es steht außer Frage, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiterhin gut ist. Das sieht man auch an den Unternehmenszahlen, die jetzt präsentiert werden. Da ist in der Mehrzahl, gerade was die kleineren und mittleren Unternehmen angeht, schon ein gewisser Aufwärtstrend zu erkennen, der sich natürlich nach oben hin bei den großen Tankern noch nicht durchgesetzt hat. Das war im umgekehrten Falle auch so, dass die kleinen und mittleren Unternehmen auf dem Weg nach unten relativ schnell reagiert haben. Unternehmen oder Gewinn- und Umsatzeinbrüche hat man dort gesehen. Das ist jetzt im umgekehrten Falle natürlich beim Anstieg des Gewinns bei den großen Unternehmen so schnell nicht zu sehen, weil eben doch noch einige Restrukturierungsarbeiten getan werden müssen. Und nichtsdestotrotz wird sich natürlich daraus hingehend die Stimmung sicherlich nicht verschlechtern. Schauen wir auf die Autobauern, da hat sich nämlich die Stimmung verschlechtert. 8,6% weniger Erstzulassungen in ganz Europa und auch in Deutschland. Das hat Ihnen bestimmt nicht so gut gefallen. Ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass das keine Überraschung ist. Wer sich den Automarkt in Europa anschaut, jetzt nicht nur Südeuropa, sondern auch gerade den in Nordeuropa und die Gegebenheiten, das heißt die strukturellen Veränderungen, die sich da ergeben, dem ist schon klar, dass Europa jetzt nicht für die Autobauer der zentrale Absatzmarkt Nummer eins ist. Es ist sicherlich ein wichtiger Markt, den es weiter zu entwickeln gilt, auf einer anderen Basis, aber die Zugewinne und die Zuwächse, die finden woanders statt, eben zum Beispiel in Nordamerika, in Asien und zum Teil natürlich auch in Südamerika. Schauen wir auf den Autozulieferer Dürr und Grammer. Die haben heute ebenfalls beide ja Zahlen vorgelegt, durchaus positive Zahlen. Was sagen Sie zu der Aktie? Ja, Dürr ist natürlich wesentlich besser reingekommen als gedacht. Das heißt, man liegt sogar über den Konsensschätzungen, was sehr positiv ist. Und diese Erwartung hat der Markt nicht ganz gehabt. Insofern sieht man natürlich jetzt auch eine Verbesserung in der Aktie. Dass man das Ergebnis den Nettogewinn im Verhältnis zum Vorjahr fast verdoppelt hat und auch den Umsatz um knapp 20% zugesetzt hat, das ist natürlich schon sehr, sehr stark bei Dürr und ist auch ein kleiner Indikator für die von Ihnen gerade so angesprochenen Automobilhersteller, die ja letztendlich Endabnehmer sind. Und da muss man natürlich dann sehen, in welche Richtung geht die Welle. Das heißt also, die Automobilhersteller werden davon sicherlich auch irgendwo mal profitieren, denn sie sind ja schließlich die bestellen. Also ist davon auszugehen, dass sich da auch eine positive Entwicklung ergibt. Aber die Prognosen und auch
die Erwartungen, die die kleinen Unternehmen haben, sind überaus positiv. Insofern ist dieses Ergebnis für sich genommen nicht ganz so überraschend. Trotzdem, die Märkte nehmen es gerne auf, positiv, und befördern die Aktien natürlich dann auch nach oben. Alles andere als positiv, zuletzt allerdings der Goldpreis. Die Entwicklung geht deutlich gen Süden. Wir haben jetzt die nächste Runde Marke von 1600 Punkten, 1600 Dollar schon wieder im Visier. Warum ist der einst so sichere Hafen so verkommen quasi? Nun gut, also es gibt natürlich eine ganz, ganz einfache Logik, die ist die, dass wenn man über Jahre hinweg diejenigen, die jetzt überhaupt nicht in Gold engagiert waren, dazu aufruft, sich unbedingt in Gold zu engagieren, weil die Welt zusammenbricht, dass die natürlich dann entsprechend zugekauft haben, sich dann entsprechend auch eine wesentlich größere Blase bildet, um das mal so auszudrücken, eine Erwartungsblase, dass der Preis sich nochmal wesentlich stärker entwickelt. Und diese Erwartung wird natürlich vom Markt nicht erfüllt, weil dann irgendwann die Käufer fehlen. Gold ist ja ein Absicherungsinstrument, und für ein Absicherungsinstrument muss natürlich dann auch irgendwo eine Krisensituation, und zwar eine etwas extremere Art, da sein, was die Erwartungshaltung angeht, und die ist einfach nicht mehr gegeben. Natürlich ist die Euro-Schuldenkrise noch präsent und sie wird uns mit Sicherheit noch etwas zeitlich begleiten, aber kein Grund deshalb, die Goldbestände für Privatanleger aufzustocken, schon gar nicht für die Institutionellen, die da schon lange drin sind. Insofern wird natürlich zugunsten neuer Risikopositionen, Risiko in Anführungszeichen, also mehr Risikopositionen, einiges an Goldpositionen abgebaut, Liquidität geschaffen. Und das belastet den Goldkurs in Anführungszeichen, so rum belastet ihn. Denn wir müssen natürlich sehen, dass er Allzeithoch beim Gold war knapp bei 2000 Dollar, also etwas drunter bei 1900, und wir sind jetzt gerade bei etwas unter 1600 oder um 1600 US-Dollar. Also insofern ist das auch wiederum, wie ähnlich beim DAX, eine ganz normale Korrektur, die sich durchaus über einen längeren Zeitraum auch noch dehnen kann, über ein oder anderthalb Jahre, bevor es da vielleicht nochmal einen kleinen Versuch geben wird, stärker nach oben zu gehen. So ein bisschen durchschnaufen ist ja manchmal auch durchaus gesund. Dankeschön, Andreas Wolf vom DAX Bulletin. Sehr gerne, Ihnen schönen Tag noch.